nicht wieder. Das ist doch da, das ist doch, da ist doch ein ganzer Pool voll Wasser. Warum können da nicht mehrere Leute das trinken? Warum? Was ist das? Ah, mein Kopf explodiert, diese Dummheit. Du, weil du keine Skills hast, Quelle der Macht, enthält zur Beheilung, daraus trinken. Warte mal, er hat doch 495 MP. 999 sind das Maximum. Heißt er... Ach, weißt du was, fick drauf. Dann lernt er halt nicht. Heilung wird wahrscheinlich eh nicht allzu viel bringen. Dann bringt es halt irgendjemanden bei, der Magier ist. Und der es noch nicht hat. Und daher... Ja! Wow! Ja! Guck dir das an, jetzt habe ich das Team mal was machen lassen. Außer sehen. So, und tschüss. Das Viecher hier. So. Jetzt bin ich mal so viele Random-Kämpfe, ja? Wow, 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 eine halbe Map ohne Random-Kämpfe. Wow, wow, wow. Das neue Rekord. So. Wie sieht es eigentlich mit Level aus? Ja, gibt mal Level ab, dann ist er Level 71. Okay. Das ist sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ein Level 99 ist das Maximum. Ich weiß nicht, wie er das Spiel da so strecken will, dass wie viel er da ins Spiel reinpacken hätte wollen. Weil allzu viel kann da nicht kommen, bis du das Max-Level hast. Und daher. So. Ja. Und tschüss. Und Level ab. Sehr schön. Pupp. So. Hier drin waren wir. Hier mit dem haben wir geredet. Waren wir hier schon drin? Ja doch, wer warst du denn nochmal? Ach so, das war die. Genau. Oh man. Guck dich mal an, wie groß diese scheiß Map ist. Das war der Reporter. Oh man. Viel zu viele Wege. Das war das kleine Mistmädchen, was nicht mit Fremden reden will. Das ist hier. Was denn? Der schmeißen mir Feuerbällen. Lauter Bücher, deren Inhalt mich aber nicht wirklich interessiert. Lauter Bücher, deren Inhalt copy gepastet wurde. Nur Pergament und Schreibzeug. Wird sicherlich für die Zeitung gewendet. Warum schmeißt jemand einen Feuerball? Warum? Ein paar Fässer. Sind alle drei leer. Warum steht hier jemand mit einem Fässer auf dem Weg rum? Leer. Gut. Ein Schrank voller Bücher. Momentan habe ich aber keine Lust zum Lesen. Ja. Ein prassendes Feuer. Das sorgt für viel Wärme im Haus. Ja. Abonnenten. Sprich mich bitte von der Vorderthekle an. Willkommen. Das ist der Verlag, der die berühmte Zeitung Komet druckt. Wo sind denn hier bitte Drucker und sowas? Wollen Sie eine kleine Einführung? Ja. Komet ist eine Zeitung. You don't say. Sie kommt monatlich heraus. Und ist sehr beliebt, dass sie interessante Themen bietet. Z.B. Was geht außerhalb dieses Kontinents vor oder wo gibt es nette Schätze zu erobern? Komet ist in 5 Seiten aufgeteilt. 5. Noch ein bisschen wenig für eine Zeitung. Die erste nennt sich Titelseite. Auf der steht die Schlagzeile des Monats. Auf der zweiten Seite, stehen die weniger wichtigen, aber doch interessanten Themen. Die dritte Seite, dort steht alles mögliche über fremde Länder und Kontinente.
über Kulturen oder Religionen. Die vierte Seite nennt sich auch die Heldenseite, da viele Aufgaben und der Geheimverstecke geschildert sind, die Schätze beinhalten. Aha. Auf der letzten Seite sind gesuchte Dämonen abgebildet. Links der Name, in der Mitte die Merkmale, Klammer auf, soweit sie welche haben, Klammer zu, und rechts das Geld, was auf ihren Kopf ausgesetzt ist. Mhm. Also, möchtest du Komet abonnieren? Gerne. Sehr schön. Ich trage nur schnell deinen Namen ein. Ich hab den nun... mein Name ist Gondor Rein... Reinhard! Der macht er so jetzt in den Namen. Ja. Wenn ich nicht wurde, wenn der Name Neumann gehießen hätte. Slavenstadt und so. Und in welcher Stadt wohnst du? In Melsea. So, ich habe dich eingetragen. Ein Komet kostet dich 120 Gold pro Monat. Gar nichts. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe 88.000. Oh Mann. Und seitdem wurde diese Zeitung nie wieder verkauft, weil es gibt keinen Monat im Spiel. Die Zeit vergeht ja nicht. Und daher. So. Oh, die haben jetzt sogar Waffenshop und so. Cool. Komm mal her. Alter, oh, die riesen Maps, ey. Man kann es auch übertreiben. So, hier. Oh, Nektarin. Danke, danke, danke. So, erstmal verkaufen. Erstmal die ganze Scheiße verkaufen. Nee, halt. Oh, das. Das. Und das war's. Okay. Also Äpfel brauche ich schon mal überhaupt nicht mehr. Weg damit. Lieber Nektar. Alter, sind die teuer. Oh mein Gott. Das sage ich auch, warum wir so viel Geld haben. So, 20 Stück. Finde ich wieder 2 Stück. Gegengift haben wir genug. Nochmal mal 5 Stück. Und nochmal 5 Stück. Ist zu viele. Na egal. Trauben kommen nochmal 7. 7 Stück. So. Okay. Drachenklinge, Schleierhelm, Schleierrüstung, Schleierschild, Eisenrüstung, Eisenschild, Eisenhelm, Flammenschwert, Ring der Klarheit, Schutzring, Schreck gegen Magierung, Verteidigungsring. Okay, und das Ding kann man hier einfach so mal für 650 kaufen, aha. Das da. Stahlrüstung, okay, das ist schwächer. So. Danke, 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 danke. Okay. Flammenschwert verkaufen, Eisenrüstung verkaufen, Eisenhelm verkaufen, Eisenschild verkaufen und ja, das war's alles, okay. So. Hm, 125 Kreuz und Nachten brauche ich nicht. Na wohl, ja doch, was soll's, das gehört haben wir ja. Was kannst du für mich, eine scheiß Zeitung? So. Na dann, eben uns ist auch noch mit Zeugs eingedeckt. 2.0, ach da komme ich zum, okay. Okay, ich habe mich schon mal gefragt, was das für bedrohliche Musik. Wir kommen im Schloss vom König Theodor. Was verschlägt euch hierher? Oder Fyodor, keine Ahnung. Ich wollte nur fragen, wo Kurt sich gerade befindet. Können Sie mir da weiterhelfen? Sicher, er ist gerade beim König. Sie wollten etwas besprechen. Klammer, besprechen? Was gibt es denn Großartiges zu besprechen? Egal, ich werde mich da mal im Schloss umschauen. Mach das. Solange du nichts Böses vorhast, darfst du machen, wozu du Lust hast. Ey, ich habe die fucking Welt gerettet. Warum kennt man mich nicht? Und eine Frage hast, wende dich an meinen Kumpel links von mir. Ich bin gerade beschäftigt. Mit was? Vom Tor da rumstehen und in die Luft starren oder was? Und dann puppeln? Oder mit was bist du beschäftigt? Ja, ist gut, du kannst okay. Einblenden und ausfüllen, der bist. Fyodor. So, jetzt. Ein Jammer. Wirklich ein Jammer. Das ist Grinsen. Wie schwächtig ist, keine Ahnung.
Machen Sie sich keine Sorgen, Milos. Uns wird schon etwas einfallen, wie wir ihn besänftigen können. Ach, Kot, ich wünschte, es wäre so leicht. Kot, nicht Kot. Aber wir haben es hier mit einem Gott zu tun. Für ihn sind wir nur wie Ameisen. Scheiße, was können wir denn eurer Meinung nach noch tun? Ja, ein Berater eines Königs drückt sich ja auch so aus. Scheiße. Fuck. Oh yeah, ich bin so männlich. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Die Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Ich hätte schon längst etwas tun sollen. My Lord, bitte geben Sie sich nicht auch noch selbst die Schuld. Dann ist nur dieser Bastard schuld. Um was genau geht es? Gondor! Dramatischer geht's wohl gar nicht! Ja, Dramatik! Ja, endlich! Es läuft ja die Kamera ist jetzt mal schneller, ey. Mann! So. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Bist du schon lange hier? Bin gerade erst gekommen. Aber nun erzählt mal, was ist dir vorgefallen? Ich werde dir alles erzählen, Gondor. Es ist nun genau 4 Jahre her. Zwischensequenz oder was? Vor genau 4 Jahren bekam ich einen Brief von den Postboten der Hölle. Und ich weiß, musste sich alles zerstören. Er kam von einem Kerl namens Maurizio. Maurizio. Was? Er zwang mich in den Brief, ihn ab sofort monatlich 2000 Gold zu zahlen. Das hat ich durch Weinen bekommen. 100-mal. 100-fach. Anfangs habe ich mich natürlich geweigert, doch dann... Dieser Mistkerl, er kam hierher und tötete einen unserer Soldaten. Überall war Blut. Oh, wie schrecklich. Der ganze Teppich war voll Blut. Also schon, den muss er sauber machen. Das war so ein teures Perserstück. Und er sagte zu uns, wenn er das nächste Mal nicht die 2000 Gold von uns bekäme, würde er die ganze Stadt abfackeln. Aha. Zudem habe ich ihm nun monatlich den Tribut gezahlt. Jeden Monat 2000 Gold. Doch nun... Wissen die Dorfbewohner eigentlich von dem Tribut? Dort, dort, dort. Ich wollte die Dorfbewohner nicht verängstigen und habe ihnen deshalb die Wahrheit verschwiegen. Doch nun habe ich kein Geld mehr. Ein König, der kein Geld mehr hat. 2000 Gold. Das ist doch, was ich in der ganzen Zeit das irgendwie gegrindet habe. 100-fach. Habe ich doch schon gesagt. Oh mein Gott, ey. Und ausgerechnet heute kommt dieser entsetzliche Kerl und holt sich das Geld ab. Dann tötet mir den Kerl halt. Sobald er kommt, stürzen wir zwei uns auf ihn und machen ihn fertig. Was sagst du dazu, Kut? Nun ja, mit Göttern haben wir ja schon eine gute Erfahrung gemacht. Ich denke, wir sollten es auf einen Versuch ankommen lassen. Warum fordert eigentlich ein Gott Geld? Das ist Sinn. Die Story ist so sinnlos. Die ist so random. Sehr gut, dann bereiten wir uns besser schon mal auf den Kampf vor. Oh Gott, das ist der Typ. Das ist also Maurizio. Das ist ja also die Stadt Marvin. Fantasy 8. Eigentlich eine recht hübsche Stadt. Aber diese dreckigen Menschen, die diese Stadt bewohnen, lassen die Schönheit dieser Stadt leicht welken. Aber wer weiß, vielleicht kann ich diese Stadt heute endlich von diesen Menschenabschaum befreien. Ja, hallo Oskar. Mal sehen, das Schloss von diesem Schwachkopf Fyodor. Es müsste sich im Norden der Stadt befinden. Mal schauen, wie es unserem König geht. Vielleicht hat er die Flucht ergriffen. Vielleicht hat er um Hilfe gebeten. Egal, was er auch getan hat, es springen für mich nur Vorteile heraus. Wenn er das Geld hat, bin ich um 2000 Gold reicher und wenn nicht, bekomme ich eine ganze Stadt. Muahahahaha! Oh, was ist denn gespuckt? Ach, was für ein schönes Leben. Das wunderbare Leben eines Gottes. ja. Ein Gott, der Maurizio heißt. Mhm. Na gut, es gab auch einen toten Gott, der Sol heißt, also... Ich mache gerade eine Flachhandbewegung von links nach rechts vor meinem Gesicht.
Verflucht. Wann kommt dieser Typ endlich? Mein Herz klopft wie wild.